Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hades und heute schauen wir mal den neuen Skyrim-DLC Hearthfire oder Heartfire, wie auch immer, an. Ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Und ja, ursprünglich war es als Let's Play gedacht, da hat dann die Sprachaufnahme nicht hingehauen und deswegen habe ich jetzt mal die wichtigsten Sachen zusammengeschnitten, um euch zu zeigen, wie baut man ein Haus, ist der DLC möglicherweise das Geld wert? Und ja, vielleicht wissen Unentschlossene am Ende mehr. Kostenpunkt 400 Microsoft Points, was 5 Euro entspricht. Dann seid ihr dabei. DLC ist relativ klein mit knapp 80 MB. Und hier sehen wir gleich den Anfang. Falls wieder jemand Probleme hat, ähnlich wie bei Dawnguard, als man nicht wusste, wie geht denn der DLC los, ihr geht einfach in der Hauptstadt, zum Beispiel Weißlauf, und dort wird euch dann auch sofort ein Kurier abfangen, euch zwei Briefe geben. In dem einen kriegt ihr dann einen Questmarker, wo es darum geht, nach Rifton zu gehen, ins Waisenhaus, und da wird euch das Adoptionssystem, das neue, eben erklärt. Der zweite Brief schickt uns zu einem Jarl, um uns ein Grundstück zu kaufen, was wir hier auch machen. Das Adoptieren werde ich jetzt erstmal vernachlässigen. Es geht hier erstmal darum, euch zu zeigen, wie funktioniert das System, das Hausbausystem, das neue Crafting-System, weil da wurde auch einiges hinzugefügt, wie ihr noch sehen werdet. Und ja, so, jetzt sind wir hier beim Jarl und ja, hier können wir das Grundstück erwerben. Kostengünstige 5000 Euro Goldstücke. Generell haben es natürlich Charaktere, die jetzt einen High-Level-Charakter mit ordentlich Kohle haben, hier leichter, weil Materialien fürs Haus, als auch die Grundstücke natürlich ordentlich Geld kosten. Hier haben wir einen Erfolg Landbesitzer bekommen, war ich auch ein bisschen überrascht. Es gibt nämlich neue Erfolge, 5 an der Zahl in dem Spiel. Die schauen wir uns hier auch direkt mal an. Hatten wir einmal Kaufe ein Grundstück. Dann gäbe es noch Adoptiere ein Kind. Baue ein Haus mit 3 Gebäudeflügeln, kaufe 3 Grundstücke und baue 3 Häuser. Wie gesagt, die Erfolge an sich sind nicht schwer zu bekommen. Habt ihr genug Geld, dürfte es kein Problem sein, da auch wieder die volle Gamerscore abzugreifen. Jetzt befinden wir uns auf dem Weg zu dem Grundstück, das ich jetzt in der Nähe von Dämmerstern erworben habe. Insgesamt gibt es natürlich mehrere Grundstücke, die ihr erwerben könnt. Mindestens 3 an der Zahl. Dafür gibt es ja auch den Erfolg. Ich weiß allerdings nicht, ob es mehr sind. Ich gehe jetzt mal von 3 Stück aus. Wisst ihr da mehr als ich, könnt das mir ja gerne in die Kommentare schreiben. So. Ja, was erhofft man sich von diesem DLC? Im Prinzip für 5 Euro, finde ich, ist es ja eine nette Möglichkeit, nochmal die Haltbarkeit von Skyrim zu verlängern, die ja ohnehin schon enorm ist. Und wer jetzt schon vorher nicht wirklich in seinen Häusern unterwegs, sondern kein Interesse daran hat, kann sich das Geld logischerweise auch sparen. Ich persönlich, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, hatte dabei viel Spaß, weil man hat ja doch durchaus einige Möglichkeiten, aber auch einige Einschränkungen. Dazu kommen wir auch gleich. Jetzt haben wir hier erstmal unser Grundstück gefunden. Da haben wir einen Zeichentisch und eine Werkbank, wo wir eben unser Haus erstmal entwerfen können. Und dann brauchen wir die nötigen Gegenstände, die wir uns hier craften. Und dazu gebe ich euch schon mal einen Tipp. Nehmt möglichst viele Eisenbahnen mit. Die braucht ihr für fast jeden Gegenstand. Holz wird benötigt. Da gibt es jetzt auch eine neue Möglichkeit, Holz zu erwerben. Da führt euch auch später ein Questmarker hin, zu einer neuen Verkäuferin eben, die euch Holz verkauft und direkt zu eurem Haus liefert. Da ist der Kostenpunkt 200 Goldstücke und ihr bekommt dafür 20 Baumstämme. So, jetzt haben wir schon mal gesehen, wir haben hier schon mal den Grundstein gelegt. Wo das Haus konkret steht, ist immer vorgegeben vom Spiel. Das können wir nicht bestimmen. Aber dafür können wir jetzt dann vom Haus aus sagen, quasi, wir wollen jetzt nach links hin weiterbauen oder wollen hinter dem Haus noch einen Turm oder dergleichen. Das können wir dann bestimmen. Auch wie die Häuser eingerichtet sind, können wir komplett frei bestimmen. Wobei komplett frei war vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Wir können hier jetzt in allen Richtungen erwerben, was heißt erwerben, uns wieder craften an der Werkbank.
Das heißt, wir bestimmen, in welche Richtung jetzt der Raum soll. Können zum Beispiel ein Bett reinstellen oder hier Tisch und Stühle und sonst was. Allerdings gibt es Spiel vor, wo die Sachen stehen. Das heißt, kauft ihr einen Wandschrank, ist der immer an derselben Stelle dann auch. Ihr bestimmt nur, in welche Richtung eben das Haus gehen soll. Das heißt, ihr könnt dann später auch zum Beispiel euren Westflügel bestimmen. Das soll jetzt ein Garten rein oder ja, was ganz anderes, eine Schmiede oder sowas in der Art. Ja, da könnt ihr eben frei bestimmen, was dann in die Räume rein sollen und so euer Haus auch individuell gestalten. Das ist recht cool gemacht. Ich denke auch, es wäre zu kompliziert gewesen, hätte man gesagt, ihr könnt jetzt alles frei bestimmen, wo was hinkommt. Ja, dann ist mir aufgefallen, es gibt eine Menge neue Crafting-Gegenstände, die jetzt auch zum Beispiel mit vorhandenen Materialien schon bauen könnt. Mit Eisenbahnen könnt ihr jetzt lauter neue Sachen herstellen. Dann haben viele Gegenstände, die schon im Spiel drin waren, plötzlich neue Gewichtungen. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel, wie ihr hier gerade gesehen habt, Wandhalterungen aus Gegenständen herstellen, die vorher eigentlich unnütz waren, oder Krempel. Und ja, es gibt aber auch neue Gegenstände, die benötigt werden, um hier Sachen zu craften. Ich hatte ein Problem mit Bruchstein, daran zu kommen, habe ich noch keinen Händler gefunden, der mir das verkauft. Das braucht ihr für die Fassade eures Hauses. Und ja, wenn ihr da schon herausgefunden habt, wo ihr das erwerben könnt, gebt mir da bitte doch Bescheid. Aber ich werde es sicherlich auch noch rausfinden. So, jetzt habe ich hier mal schon mal den kompletten Gartenbereich ausgebaut. Hier auch sehr schön, wir können Weizen zu Mehlsäcken umverarbeiten. Mit den Mehlsäcken können wir später sicherlich auch noch was anfangen. Soweit ich das schon gesehen habe im Trailer, kann man damit dann Brot backen. Wäre ja naheliegend. Hier liegen die Baumstämme, die wir geliefert bekommen haben. Hier ist ein Stall entstanden, allerdings noch ohne Tiere. Da wird später noch fraglich, ob wir da uns Tiere kaufen können. Und jetzt kommen wir zu einem sehr coolen Feature, was vor allem Alchemisten interessieren dürfte. Wir können nämlich hier Alchemiezutaten anbauen. Das heißt, was wir dabei haben, pflanzen wir hier rein und da wächst dann später dementsprechend was nach. Also für Alchemisten lohnt sich der DLC schon mal auf jeden Fall für diese Kleinigkeit hier. Ihr habt nämlich dann einfach Zutaten ohne Ende, die ihr braucht, wie zum Beispiel Schimmelpilz, um Schimmerpilz, nicht Schimmelpilz, pardon, um Schmiedekunstskills zu steigern, was ja sehr wichtig ist. So, ja, alles in allem, es sollte euch nur eine kleine Einführung sein, wie das Ganze funktioniert. Mir gefällt es, wie gesagt, ganz gut. Ich werde da jetzt auch noch mein Traumhaus bauen und euch das dann mal im Video vorstellen und bis dahin sicherlich noch mehr herausgefunden haben. Wie gesagt, ich finde es sehr einsteigerfreundlich, mir gefällt es sehr gut. Ich finde die 5 € lohnenswert investiert. Muss aber schlussendlich bei der Größe des DLCs wirklich jeder für sich entscheiden, ob man da Spaß dran hat, sein eigenes Haus zu designen. Dann lasse ich euch mal mit den letzten Bildern meines Grundstücks hier allein. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare, greife ich dann eventuell im nächsten Video nochmal mit auf. Ich bin raus, tschö Leute.